Black Decker – Nachtjagd von J.R. Ward. Kapitel 5. Bess hatte sich zum Schlafen ihre üblichen Sachen, Boxershorts und ein T-Shirt angezogen und klappte gerade ihren Futon aus, als Boo an der Glasschiebetür miaute. Der Kater zog enge Kreise vor der Scheibe und schien draußen etwas zu fixieren. »Bist du schon wieder hinter Mrs. DiGio's Mieze her?« »Das hatten wir doch schon mal, und es ist dir nicht besonders gut bekommen, weißt du noch?« Ein Hämmern an ihrer Wohnungstür ließ ihren Kopf herumschnellen und brachte ihren Herzschlag aus dem Rhythmus. Sie ging zur Tür und lehnte durch den Spion. Als sie sah, wer da stand, drehte sie sich vorsichtig zur Seite und drückte ihren Rücken an die billige Holzverkleidung. Das Hämmern begann von neuem. »Ich weiß, dass du da bist«, sagte der Iron laut, »und ich gehe nicht weg, bis du mir aufmachst.« Resigniert ließ sie das Schloss aufschnappen und öffnete die Tür. Noch bevor sie ihm sagen konnte, er solle zur Hölle fahren, stürmte er an ihr vorbei ins Zimmer. Boo machte einen Buckel und fauchte. »Sehr erfreut, kleiner Panda.« Batschs tiefe Stimme wirkte in Bears winziger Wohnung völlig fehl am Platze. »Wie bist du in die Eingangshalle gekommen?« fragte sie und schloss die Tür. »Mit einem Dietrich.« »Gibt es einen bestimmten Grund, warum Sie in diesem Gebäude eingebrochen sind, Detective?« Er zuckte die Achseln und setzte sich in ihren abgenutzten Ohrensessel. »Ich dachte mir, ich statte einer Freundin mal einen Besuch ab.« »Und warum gehst du dann mir auf die Nerven?« »Nett hast du's hier«, sagte er und sah sich um. »Du bist so ein Lügner.« »Hey, wenigstens ist es sauber bei dir. Das ist schon mehr, als ich über meine Bruchbude sagen kann.« Seine haselnussbraunen Augen hielten ihren Blick fest. »Dann sprechen wir jetzt mal darüber, was dir heute nach der Arbeit passiert ist, okay?« Sie verschränkte die Arme vor der Brust. Leise kicherte er. »Mann, was hat Joes, was ich nicht habe?« »Soll ich Stift und Papier holen? Das wird eine lange Liste.« »Aua, du bist eiskalt, weißt du das?« Er klang amüsiert. »Sag mal, magst du nur die, die du nicht kriegen kannst?« »Hör mal, ich bin wirklich erschöpft.« »Stimmt, du bist ja auch erst spät aus dem Büro gegangen, gegen 9:45 Uhr.« »Ich habe mit deinem Chef gesprochen. Dick sagt, du wärst immer noch an deinem Schreibtisch, als er zu Charlies ging. Und dann bist du zu Fuß nach Hause gegangen. Richtig?« »Die Trail Street entlang, wie jeden Abend, möchte ich wetten. Und du warst allein, eine Zeit lang.« Bess schluckte, als ein leises Geräusch ihren Blick zur Glastür zog. Boo wanderte auf und ab und miaute, seine riesigen Augen in die Dunkelheit vor der Scheibe gerichtet. »Willst du mir nicht endlich erzählen, was an den Kreuzungen von Trade und 10th Street passiert ist?« Sein Blick wurde weicher. »Woher weißt du?« »Rede einfach mit mir, und ich verspreche dir, dafür zu sorgen, dass das Arschloch bekommt, was er verdient.« Ralph stand in der stillen Nacht und betrachtete die Gestalt von Darius' Tochter. Sie war groß für eine menschliche Frau, und ihr Haar war schwarz, doch mehr konnten ihm seine Augen nicht verraten. Tief zog er die Luft durch die Nase ein, konnte aber ihren Duft nicht einfangen. Türen und Fenster ihrer Wohnung waren geschlossen, und der Wind aus Westen trug den süßen Geruch von Fäulnis zu ihm. Er konnte allerdings den Ton von ihrer Stimme durch die Schiebetür hören. Sie redete mit jemandem, einem Mann, den sie offensichtlich nicht traute oder den sie nicht mochte, denn sie sprach in knappen Worten. »Ich will dir das so einfach wie möglich machen«, sagte der Kerl. Ralph beobachtete, wie sie zur Glastür ging und hinaussah. Sie sah genau in seine Richtung, doch er wusste, sie konnte ihn nicht sehen. Er stand tief im Schatten. Dann öffnete sie die Tür und steckte den Kopf hinaus, wobei sie mit dem Fuß dem Kater den Weg nach draußen versperrte. Ralph stockte kurz der Atem, als ihr Duft zu ihm hinüberwehte. Sie roch umwerfend gut. Wie eine üppige Blume, eine nachtblühende Rose vielleicht. Er saugte die Luft tiefer in seine Lungen und schloss die Augen. Sein Körper reagierte auf den Duft. Sein Blut regte sich. Darius hatte recht gehabt. Sie näherte sich ihrer Transition. Er konnte es an ihr riechen. Mischling oder nicht, sie würde die Wandlung vollziehen. Da schob sie die Tür wieder zu und wandte sich wieder an den Mann. Ihre Stimme war durch die nicht ganz verschlossene Tür nun viel deutlicher zu hören, und Ralph mochte ihren rauen Klang. »Sie kam von der anderen Straßenseite auf mich zu. Es waren zwei. Der Größere hat mich in die Seitenstraße gezogen und...« Ralph war plötzlich ganz Ohr. »Ich habe versucht, gegen ihn anzukommen. Wirklich. Aber er war größer als ich, und dann hat sein Freund meine Arme festgehalten.« Ihre Stimme überschlug sich. »Er hat gesagt, wenn ich schreie, schneidet er mir die Zunge ab, und ich dachte, er würde mich umbringen. Dann hat er mein T-Shirt aufgerissen und meinen BH hochgeschoben. Um einer hätte er mich... Aber ich konnte mich losreißen und bin weggerannt.«
Er hatte blaue Augen, braune Haare und einen Ohrring, einen quadratischen Diamanten am linken Ohr. Und er trug ein dunkelblaues Polohemd und Khaki-Shorts. Die Schuhe konnte ich nicht richtig sehen. Sein Freund hatte blonde, kurze Haare, keinen Ohrring und ein weißes T-Shirt mit dem Namen dieser Band hier aus der Gegend drauf, Tomato Eater. Der Mann stand auf und trat zu Bess. Er legte den Arm um sie und wollte sie trösten, doch sie entwand sich seinen Griff und hielt Abstand. »Glaubst du wirklich, du kannst ihn kriegen?«, fragte sie. Der Mann nickte. »Oh ja, das werde ich.« Bash verließ Bess Rundles Wohnung in mieser Stimmung. Eine Frau zu sehen, der jemand ins Gesicht geschlagen hatte, gehörte nicht gerade zu seinen Lieblingsaufgaben im Job. Und im Fall von Bess fand er es besonders verstörend, weil er sie schon länger kannte und sich irgendwie zu ihr hingezogen fühlte. Die Tatsache, dass Bess eine außergewöhnlich schöne Frau war, machte die Sache zwar nicht unbedingt noch schlimmer, aber die geschwollenen Lippen und die blauen Flecke an ihren Hals markierten gegenüber der ansonsten vollkommenen Schönheit ihrer Gesichtszüge einen besonders krassen Gegensatz. Bess Rundle war schlicht und ergreifend hinreißend. Sie hatte langes, dickes, schwarzes Haar und umwerfend blaue Augen, eine Haut wie cremefarbene Seide und einen Mund wie gemacht für den Kuss eines Mannes. Und erst ihre Figur, lange Beine, schlanke Taille, perfekt geformte Brüste. Die Männer des Polizeireviers waren sämtlich in sie verknallt. Doch das musste Butch ihr lassen. Sie benutzte ihr Aussehen niemals, um sich Insider-Informationen von den Jungs zu beschaffen. Immer bewahrte sie sich ihre Professionalität. Sie verabredete sich nie mit einem der Kollegen, obwohl die meisten von ihnen zumindest den linken Hoden geopfert hätten, um auch nur ihre Hand zu halten. Eins war sicher. Ihr Angreifer hatte einen verflucht blöden Fehler gemacht, als er ausgerechnet sie ausgesucht hatte. Die gesamte Polizeitruppe würde ihm auf den Fersen sein, wenn herauskam, wer er war. Und Butch konnte seine Klappe so schlecht halten. Er stieg in seinen Wagen und fuhr quer durch die Stadt, zum St. Francis Hospital. Vor der Notaufnahme parkte er und ging hinein. Der Wachmann an der Drehtür lächelte ihn an. »Auf dem Weg ins Leichenschauhaus, Detektiv?« »Nein, ich will nur einen Freund besuchen.« Der Mann winkte ihn durch. Butch ging ins Wartezimmer der Notaufnahme vorbei mit ihren Plastikbäumen, zerflerten Zeitschriften und besorgten Menschen. Er schob eine Flügeltür auf und trat in die sterile, weiße Klinikatmosphäre. Viele der Schwestern und Ärzte der Station kannte er und nickte ihnen im Vorbeigehen zu. »Hey, Doc, erinnerst du dich an den Kerl mit der gebrochenen Nase, den wir vorhin hergebracht haben?« fragte er am Empfang. Der Angesprochene sah von einer Tabelle auf, die er gerade studierte. »Ja, der wird gleich entlassen, da hinten, Zimmer 28.« Der Internist stieß ein kurzes Lachen aus. »Die Nase war noch das kleinste seiner Probleme, das kann ich dir flüstern.« »Der singt fürs Erste keine tiefen Töne mehr.« »Danke, Kumpel. Apropos, wie geht's der werten Gattin?« »Gut. Hat in einer Woche Termin. Sag Bescheid, wenn er es da ist.« Butch ging nach hinten. Bevor er Zimmer 28 betrat, warf er einen Blick den Gang hinunter. Alles war still. Keine medizinischen Personal zu sehen, keine Besucher, keine Patienten. Er öffnete die Tür und steckte den Kopf hinein. Billy Riddle sah vom Bett auf. Eine weiße Bandage hing unter seiner Nase. »Was gibt's, Officer?« »Haben Sie den Kerl? Ich werde gleich entlassen, und mir wäre es schon wohler, wenn Sie ihn im Gewahrsam hätten.« Butch schloss die Tür und drehte in aller Seelenruhe den Schlüssel um. Er lächelte, während er quer durch den Raum ging, den Blick starr auf den funkelnden quadratischen Glitzerstein in Billys Ohr gerichtet. »Was macht die Nase, Billy Boy?« »Die ist okay, und die Schwester hat vielleicht einen geilen Arsch.« Butch packte ihn vorne an seinen Poloshirt und riss ihn auf die Füße. Dann schleuderte er Bess Peiniker so hart gegen die Wand, dass die Apparatur hinter dem Bett wackelte. Er brachte sein Gesicht so nah an das des Jungen, dass sie sich hätten küssen können. »Hast du dich heute Abend gut amüsiert?« Große blaue Augen blickten ihn an. »Wovon reden Sie?« Butch schubste ihn nochmal. »Jemand hat dich identifiziert, die Frau, die du vergewaltigen wolltest.« »Das war ich nicht.« »Natürlich nicht. Und wenn man noch deine kleine Drohung mit ihrer Zunge und deinem Messer dazu rechnet, könnte das sogar reichen, um dich hinter Gittern zu bringen.« »Hast du schon mal mit einem Kerl getrieben, Billy? Ich wette, du wirst echt beliebt sein, ein hübscher weißes Jüngelchen wie du.« Der Junge wurde so weiß wie die Wand, an die er gedrückt wurde. »Ich hab sie nicht angefasst.« »Ich sag dir mal was, Billy, wenn du ehrlich zu mir bist und mir sagst, wo dein Kumpel ist, kannst du vielleicht sogar auf deinen eigenen Füßen hier herauslaufen. Wenn nicht, bringe ich dich auf eine Trage runter zur Wache.« Billy schien kurz über den Deal nachzudenken, dann stieß er hektisch hervor. »Sie wollte es doch! Sie hat praktisch darum gebettelt!« Butch hob das Kinn und drückte es in Billys Schritt. Ein hohes,
Das Knie. Butch hob das Knie und drückte es in Billys Schritt. Sorry, Leute. Ein hohes Jaulen schwirrte durch die Luft. Musst du deshalb die nächsten Wochen im Sitzen pinkeln? Als der kleine Mistkerl anfing, vor sich hin zu brabbeln, ließ Butch ihn los und sah zu, wie er an der Wand zu Boden glitt. Kaum sah Billy die Handschellen, wurde sein Jammern noch lauter. Unsanft warf Butch ihn auf den Rücken und zog nicht gerade rücksichtsvoll seine Handgelenke zusammen. Die Handschellen schnappten zu. Du bist verhaftet. Du hast das Recht zu schweigen. Alles, was du sagst, kann und wird vor Gericht gegen dich verwendet werden. Du hast das Recht auf einen Anwalt. Wissen Sie nicht, wer mein Vater ist? Schrie Billy plötzlich hellwach. Ihre Dienstmarke können Sie vergessen. Wenn du dir keinen leisten kannst, wird dir vom Gericht einer gestellt. Hast du deine Rechte verstanden? Leck mich. Butch legte seine Handfläche auf den Hinterkopf des Jungen und drückte die ramponierte Nase auf das Linoleum. Hast du deine Rechte verstanden? Billy stöhnte und nickte. Er hinterließ eine Spur frisches Blutes auf dem Boden. Dann ist ja gut. Und jetzt machen wir uns an den Papierkram. Ich halte mich gern an die Vorschriften.